Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch Ranked mit mir, den Simon, und den Lauritz ist heute dabei. Hallo! Wir hatten ja gerade spontan Zeit und haben wir gedacht, nehmen wir kurz ein, zwei Folgen zusammen auf. Wahrscheinlich wird er nicht die ganze Session dabei sein, aber ein paar Folgen auf jeden Fall. Wir haben immer noch das Halloween-Event. Hast du eigentlich schon coole Skins bekommen, Lauritz? Ich habe leider bislang noch nicht so viel Glück gehabt. Ich habe Torbjörn bekommen bisher, den Wikinger-Skin, und mega geil, der Symmetra-Skin, aber sonst habe ich noch nichts. Oh ja, stimmt, den Symmetra hast du am Anfang bekommen. Ich habe ja leider nur den hier bekommen, den Mace-Skin. Das heißt, ich habe jetzt 4 legendäre Mace-Skins, aber spiele den Champion überhaupt gar nicht. Eigentlich hätte ich gerne noch den Senyata-Skin, aber ich hatte jetzt tatsächlich in meinem Urlaub nicht so viel Zeit. Heute ist mein letzter Urlaubstag quasi. Ab morgen muss ich wieder arbeiten. Aber vielleicht kann ich ja trotzdem noch ein bisschen was spielen. Ich glaube, das geht jetzt den ganzen Monat noch, das Halloween-Event. Vielleicht kriege ich ja noch den coolen Senyata-Skin. Mein Plan ist auf jeden Fall, Mercy zu spielen. Gerade weil wir jetzt Ultra Tryharden mit Laurens, möchte ich halt meinen Champion spielen, den ich am besten kann. Nicht, dass ich mir nachher irgendwie 2 Folgen aufnehme. Beide sind halt mega scheiße, werden gestompt und dann muss Laurens weg. Das finde ich schade, weil ich weiß, dass ihr mögt, wenn Laurens dabei ist. Übrigens ignoriert meine Frisur, das ist ein Experiment. Darüber muss man nicht reden. Oh, die Season endet in 6 Tagen. Die Season endet in 6 Tagen. Guck dir das an. Ehrlich? Ja, steht hier. Dann kriegen. Oha. Die sind ja jetzt nur 2 Monate lang. Ach ja, also, wir sehen uns wieder. Ziel ist ja Diamond, ne? Also. Ja, naja. wir sehen uns wieder mal. Match, bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen auf Nepal. Das ist tatsächlich lustig, weil wir gerade voll die geile Map hatten. Aber das abgebrochen wurde. Voll doof. Naja, wir können ja trotzdem was Krasses auf Nepal vielleicht reißen. Schauen wir mal. Ja, wobei Nepal ist das nicht das Schlimmste. Es wird halt. Ja, aber. Es ist halt oft da, aber. Es ist, teilweise geht es ja auch und ist in Ordnung, aber ich habe mir jetzt gedacht, nachdem wir gerade eben die Map ab, also nachdem das sicher war, dass die Map gleich gerade, die wir hatten, nicht drankommt, also Junkertown, habe ich mir schon gedacht, wahrscheinlich kriegen wir gleich Nepal. So wahrscheinlich kommt nach der krassen Map Nepal. Murphys Gesetz. Ja, das Schlimmste. Wobei in dem Fall nicht, in dem Fall ist es Karma. Naja, Karma ist doch, wenn man was selber was Schlechtes getan hat, oder nicht? Ja, aber Murphys Gesetz ist ja, wenn Menschen beteiligt durch sind. Menschen ja, verschuldet ist. Und ist es ja quasi. Ja, wobei nicht. Ist es ja im. Ja, wobei doch im Blizzard. Schon, weil einer geleftet ist. Ah ja. Ja, gut. Der ist schuld. Der ist aber nicht schuld, dass wir die Map jetzt bekommen. Nee, das stimmt. Nicht so wirklich. Oh cool, hier kommen wir ja sogar drunter, hier war ich auch noch nie. So, was haben wir denn? Wir haben sehr viel Heal. Wir haben sogar einen Tank, der sich nochmal selber heilen kann. Wir haben sehr, sehr viel Heal. Schauen wir mal. So, für uns gab es jetzt keine Einspielrunde. Da Laurens nicht so viel Zeit hat, haben wir gesagt, okay, machen wir keine Einspielrunde. Versuchen wir trotzdem das Beste daraus zu holen. Okay, kommst du ein bisschen zurück? Nice, nice, nice. Versuch, ich hab dich. Nein. Oh, lol. Ich hatte den Strahl auf dir. Ja, da war zu viel Schaden. Was hat dich denn so geburstet? Ich glaube. McCree und. Was haben wir denn so? Oh, unser McCree, Alter, der hat schon Leute getötet. Oh, du brennst sogar. Hast du so viel Schaden machen können oder was hast du gemacht? Ja, ich habe ziemlich viel Schaden gemacht. Okay, ich sollte nicht zu der Tracer da irgendwie hingehen. Gut, dass ich den McCree wiederbelebt hat, der konnte nach echt viele Leute töten. Ich meine, ich habe einfach den ersten wiederbelebt, der halt gestorben ist. Und da ist wieder McCree. Schauen wir mal, ob der vielleicht Ulti sogar hat. Dann kann ich ihn boosten. Der sollte vielleicht sogar. Ja, seht ihr. Die haben eine Tracer. Okay. Die sind auf unserem Punkt. Wow. Okay, das war scheiße von mir. Ah. War dumm, dass ich da meine Ulti eingesetzt habe. Fuck. Aber ich hatte sowieso kein Wiederbeleben. Ich wollte eigentlich Wiederbeleben-Kombo machen, aber ich hatte noch kein Wiederbeleben. Der gegnerische McCree hat auch wieder 3 getötet. McCree scheint im Moment sehr gut zu sein. Okay, ich habe auf jeden Fall Ulti, das ist ganz gut. Oh, wir haben sogar eine Pharah. Das ist auch ziemlich nice für mich eigentlich. Okay. Oh oh. Oh, ich wurde mitten im Flug noch. Okay, ich ulte einfach. Gerade wo ich eine Ult-Kombo rausbekommen habe.
Okay, das war nicht schlecht. Kriegen wir auf jeden Fall eingenommen. Nice, good job. Also, ich weiß nicht, vielleicht war meine Ulti sogar unnötig, aber gerade wo ich die Ult-Kombi gesehen habe, habe ich gedacht, dann mache ich das lieber auf die sicher. Ja. Bevor ich die Ulti wieder 1000 Jahre aufhebe oder was. Konnte halt auch zwei Leute dann wiederbeleben. Nicht so viel heilen, aber ich habe gleich auch schon wieder mein Wiederbeleben ab. Das Tracer ist über uns. Die wollte den Reinhardt töten. Unseren Roadhog töten. Oh Gott, ich bin low. Scheiße. Die Tracer hat mich gekillt. Ja, ich hab den Feuerschlag vom Reinhardt habe ich gefangen. Mit meinem Gesicht, das war nicht so geil. Ja, ich habe einfach zu spät reagiert mit meiner Defensivmatrix, das war doof. Ist das unsere Stunde? Ne, das ist gegnerische, ne? Also sollen wir lieber warten und nochmal groupen, oder? Ich würde versuchen drauf zu gehen. Roadhog hat gerade Ulti raus, sonst ist die umsonst. Scheiße. Und ich habe gleich auch wieder Ulti ab. Okay, ja, war ganz gut. Okay, war echt ein guter Call. Der Roadhog hat richtig lange überleben können. Oh, du. Nice, war echt ein guter Call. Ich habe erst echt gedacht, ob ich vielleicht nicht drauf gehe, aber zum Glück bin ich noch drauf gegangen. Ja, manchmal ist es sinnvoll, dann einfach rauszubleiben, aber... Ja, aber manchmal, es ist halt immer so die Frage, ne, weil manchmal ist es halt so, man muss sich am besten neu groupen, weil man halt im Nachteil ist und manchmal überlebt aber noch, zum Beispiel jetzt, da waren ja noch zwei Leute auf dem Punkt, überleben die noch und wir kommen alle noch nach und das ist so ein bisschen dann haben wir halt so... den kleinen Vorteil, als wenn wir die so tot gezerrt haben, weißt du, ja, was ich meine? Ja, das stimmt. In dem Fall war es halt ein bisschen gut, dann noch drauf zu gehen, weil Roadhog hat gerade seine Ulti rausgehauen und wärst du dann zurückgeblieben, dann hätten wir halt einfach nur Ulti gewastet und ja. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt immer so die Frage. Dann, also wenn dann einer anfängt Ulti zu machen, dann sollte man vielleicht einfach All-In gehen und versuchen. Weil sonst ist halt schon ein echt großer Ressourcen-Waste. Diese Entscheidung, die halt das ganze Team eigentlich treffen muss mit, okay, wollen wir jetzt noch warten und zusammen groupen oder nutzen wir das, dass wir gerade ein bisschen Damage gemacht haben, um sozusagen diesen Zerg-Bonus zu bekommen. Hinter euch ist Hanzo. Das ist halt solche mega wichtige Entscheidung. Hanzo hat mich von hinten getötet. Oh fuck. Oh no, Symmetra. Scheiße. Und die haben Symmetra. Ja, Symmetra hinten drin. Ah, ich kann gar nicht sagen, wer das... Ah, wir gewinnen das, oder? Alter, ich kann gar nicht sagen, wer das gewinnt oben rechts, die Kills. Wer ist denn jetzt noch da? Tatsächlich der Hanzo? Ich glaube, unser Roadhog ist so auf gut auch. Rechts in den Gängen war so Metro Tower überall. Kann ich da reingehen? Ich mach's einfach mal. Weil ich hab den Roadhog wiederbeleben können. Okay. Gefühlt ist es ganz schön balanced, das Team vor sich da ist ein Reinhardt. Oh, das hat mich übel getroffen, scheiße. Teleporter down. Oh ja, war direkt tot. Ja, war jetzt komplett in der Hand so Ulti drin. Jetzt sollten wir auf jeden Fall groupen, wa? Jetzt ist sowieso keiner mehr da. Ich hab gleich Ulti ab. Oh Gott. Der Hanzo. Nice, der Hanzo ist down. Oh nice, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Vorteil. Okay, der will mich. Ich hab fast Ulti. Okay, der hat den Fleischwolf bereit. Okay, können wir uns aber auch sparen. Also ist schon relativ balanced, finde ich, vom Team her, aber wir machen gerade auch schon echt viel mehr. Unser Roadhog zum Beispiel, übel gut. Du natürlich auch. Gerade als Tank einfach. Hast du keiner mitgekriegt? Oh, schade. Nee, das war ein bisschen ärgerlich. Ich bin trotzdem echt ein bisschen... Mit meinen Ultis bin ich momentan ein bisschen scheiße. Ich bin tatsächlich doch ein bisschen useless. Ich bin halt eine Mercy, die halt viel heilen kann, aber wir haben relativ viel hier schon durch den Lucio. Und dadurch, dass ein Tank sich quasi selber einfach heilen kann. Kaum Heilung benötigt, aber trotzdem habe ich relativ... Ah, ich habe schon ziemlich viel gut Heilung. Ich bin halt mit meiner Ulti gerade ein nice Backup. Oh, und den habe ich gerade gerettet. Ich glaube, der wäre gestorben, wenn ich ihn nicht geheilt hätte. Okay, den kann ich wiederbeleben.
Und dann gehe ich in meine Ulti. Okay, und jetzt gebe ich euch Damage. Alle Ulten. Ah, scheiße. Ich bin leider nicht weggekommen. Teleporter haben die gehabt. Unsere Teammates machen echt einen guten Job. Ja, das stimmt. Das ist echt nice von denen. Oh, fuck. Okay. Oh, der wird wahrscheinlich sterben. Aber ich kann ihn wiederbeleben. Shit. Scheiße. Oh, nice. Ah, ich bin dafür leider gestorben. Da waren zu viele Gegner. Das war wirklich etwas sehr viel. Okay, das sieht nach einem Group aus. Die haben den Punkt wirklich tatsächlich wieder bekommen. Also die machen auch gar keinen so schlechten Job. Aber die haben halt einen Hanzo. Was halt irgendwie seltsam ist. Hanzo Main. Hanzo Summer können. Die Ulti ist halt, gefällt mir eigentlich ziemlich von Hanzo und ich finde Hanzo auch ziemlich nice, aber Hanzo und Symmetra und so, das sind irgendwie seltsame Champions. Ich sollte nicht so weit vorne rumlaufen. Okay, ich halte dich. Nice. Der Reinhardt ist down. Der hat den Roadhog nicht getroffen. Oh, wie unlucky. Okay, mach ihn fertig. Hinter dir ist noch ein Soldier. Ich hab dich aber. Ah, shit. Oh, hab dich im Visier? Nein! Oh Gott! Oh! Ich bin... Okay, wir haben gewonnen. Ich bin nachher noch voll... in diesen Raum wollte ich flüchten vor der Ulti von Soldier und der Raum war voll mit Tele... hier, Geschützen. Ah, okay. Das, Symmetra. Das war mega ärgerlich. War das unsere Tracer? Ja. Guck mal, ich hatte Goldheilung. Hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, weil... Ich glaube, der Lucio hat schon sau viel heilen können. Also, ich habe zwar Goldheilung, aber ich glaube, der Lucio wird auch irgendwie um die 7000 Heilung haben oder was. Bei so einem kurzen Match. Ich werde geliked, aber habe ich echt. Also, dabei war der wirkliche Carry, waren halt die Tanks auf jeden Fall. Die haben echt guten Job gemacht. Also, du und der Roadhog. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich alle ganz gut zusammen. Also, sonst hätte es halt logischerweise nicht funktioniert, aber. Ja, also gerade die so quasi der Carry war, weil ich habe echt nicht viel machen können. Ich habe halt immer heilen können. Ich bin nicht viel gestorben, aber so wirklich, dass ich gecarried habe, dass ich ultra viel heilen konnte, war nicht so wirklich der Fall. Fand ich. Aber war schon in Ordnung. Wie gesagt, ich habe halt so mittelmäßig gespielt. Solides Match. Ja, das wäre jetzt eine ganz schön kurze Folge, wenn wir das so nehmen würden. Ich würde sagen, wir hängen noch eine dran, dann wird es wahrscheinlich eine todeslange Folge, aber besser als eine kleine Folge. Wir sehen uns dann also wie immer gleich im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen Volskaya Industries. Hey. Hier kann man, du könntest vielleicht sogar Symmetra picken und ich pick einfach Mercy. Ja, und dann, wenn es oben ist, würde ich Symmetra spielen. Okay, wir haben sogar, okay, ich weiß nicht, ob wir... Ah, okay, der hat gewechselt. Halt, gerade hatte der halt noch Ana, die die jetzt Diva hatte und das wäre vielleicht ein bisschen... Wobei du auch eigentlich DD bist, also, Aber der... Auf an, was die Gegner so picken. Wenn die Gegner sowas wie eine Pharah dann haben, ist es doof. Aber so ist jetzt. Ja, wir haben McCree gegen eine Pharah. Wir haben halt dann, ja, brauchen wahrscheinlich noch einen Reinhardt, wäre ganz nice, ne? Oder Zarya. Oh ja, ist auch gut. Reinhardt ist halt nice, wenn man das den Anfang so ein bisschen abdecken kann, aber Zarya ist halt dann gut fürs Schilden und sowas. Und wir haben viele Champions, die es wert sind, beschützt zu werden. Kann man sagen, dass Reinhardt so der Allrounder, also in den meisten Fällen der beste Tank ist, so? In den meisten Fällen? So, natürlich liegt es immer daran, was die Gegner so haben, aber... Ja, einen Reinhardt im Film zu haben, ist eigentlich fast nie verkehrt. Wobei, ja, das meine ich auch so. Habe ich halt auch immer ein Gefühl. Kommt drauf an. Ich finde, ist halt natürlich um einiges besser, wenn du viele Champions hast, die dann auch logischerweise hinter deinem Schild stehen. Ja, also sowas wie Soldier Sinn, ja. Oder McCree ist auch noch ganz gut, dann halt eine Mercy und so, aber... ja, wir hätten jetzt zum Beispiel nur McCree, ne? Glaube ich, der dahinter stehen kann. Ja, aber ich glaube... Ja, wobei, ich profitiere ja auch von dem Schild. Ja, gut, aber du bist eher so der Nahkämpfer. Das stimmt. Oh Gott, was macht die denn da? Also da werde ich halt nicht hingehen, so wo sie ist, ne? Ich meine, ich kann sie jetzt wiederbeleben. Okay, ich werde den McCree wiederbeleben. Die ist halt davor
also vor dieser Brücke gewesen. Das ist halt echt scheiße für mich. Ist da wer bei dir? Aua. Ach so, weil du bist ja. Ach, ich habe gerade wieder gedacht, du wärst Symmetra. Ich habe gerade gedacht, du wärst Diva. Pass auf, ich kann nicht. Ja, das war ein bisschen dumm. Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass wir lange genug überleben mit der Diva hier. Das ist auf jeden Fall machbar. Ach, scheiße, der hat super viel Damage auf mich bekommen, der Genji. Die sind ganz schön rushmäßig unterwegs, die Leute. Mhm. Ich habe gleich aber meinen Teleporter ab. Der hat noch ein bisschen durchhaltet. Also ich war schon tot. Der Genji hat mich gekillt. Okay. Ha, die Pharah schon wieder gestorben. Das könnte sehr gefährlich werden. Oh fuck. Ach du Scheiße. Nein, oh. Ah, ich konnte ihn auch nicht irgendwie delayen oder sowas. Ich meine, ihr seid jetzt noch alle irgendwie hingekommen. Ach, scheiße, jetzt braucht ihr unbedingt Heilung und ich bin nicht da. Aber Teleporter vielleicht? Wie nah hast du den aufbauen können? Ja, der Teleport ist also relativ nah dran. Ja. Nur, dass er halt safe ist, ne? Ja, ich kann vielleicht was machen. Ah, nee. Scheiße, wir haben noch zwei... Okay. Also, wir haben 2% zu Ulti gefehlt. Ärgerlich. Du kriegst jetzt dein Ding wieder ab, ne? Dein Teleporter. Also jetzt hast du deine Ulti wieder, wenn du Symmetra, auf Symmetra bleibst. Und kannst direkt, Ich hab meine Ulti nicht ab. Echt? Ist das nicht so, wenn, wenn der Punkt wechselt und dein Teleporter noch da ist, geht er kaputt oder sowas? Und dann, also irgendwie sowas gab's mal, glaube ich. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Na egal, sollten nicht so weit jetzt raus. Oh. Will nicht sterben? Ah, Mann, er ist wirklich gestorben. Oh, fuck. Muss ein bisschen aufpassen, die haben eine Widow, also muss ich mich viel hin und her teleportieren. Ich meine, fliegen. Einfach damit ich nicht gesniped werde. Oh, lol! Oh, nein, der Rainer hat mich gecharged. Ich könnte ein bisschen was machen, aber... Ah, bin auch down. Aber ich habe wieder Ulti ab. Also ich kann einen Generator aufstellen. Kriegt der McCready Mercy? Ah, wir haben die Mercy bekommen, nice. Okay, wir haben es auf jeden Fall überlebt, aber... Meine Ulti, ich könnte ein bisschen was machen, auf jeden Fall. Die sterben hier alle immer für vorne, die sollten vielleicht mal zurückkommen. Die müssen halt echt zurückkommen, weil von hier kann ich... Da kann ich die nicht heilen, da ist eine Widow irgendwo, die snipe, ne? Mhm. Kümmer ich mich gleich drum. Okay, nervt das. Boah, der hat tatsächlich Damage bekommen. Okay. Okay, ich wurde ganz nice beschützt. Ah, Widow hat mich. Für mich momentan sehr useless. Ja. Ich weiß nicht, ob du... Kannst du Senyata? Ah, mein Generator ist eigentlich ganz gut, gerade. Mein Schildgenerator. Den kann man hier auch eigentlich schon ganz nice nach hinten stellen. Wo hast du den hier überhaupt hingestellt, wo ist der? Hinten drin. In dem kleinen Raum. Sehe ich das nicht? Wird der mir gar nicht angezeigt? Müsste eigentlich. Bin ich gerade blind? Lol. Ich glaube, ich bin blind. Also durch die Wand meinte ich, hätte ich jetzt gedacht, dass der mir angezeigt wird. Ich habe keine Ahnung, ob der dir angezeigt wird. Dir wird er auf jeden Fall angezeigt. Mir wird er angezeigt. Das ist schon mal gut. Weißt du immer, wo der ist. Ich glaube, die sind auch gerade hinten. Da ist eine Mercy bei uns hinten drin, what the fuck? Da, ich habe sie gekillt. Lol. Aber jetzt seid ihr ein bisschen low. Ah, oh, das hast du überlebt, weil die Saria dich noch geschildert hat. Holy shit. Das war echt nice. Holy shit, ich habe dich schon tot gesehen. Okay, jetzt läuft's auf jeden Fall ein bisschen besser. Der Genji ist einfach runtergefallen. Was hat der denn gemacht? Ich habe auf jeden Fall Ulti. Haben die irgendwas, um deinen Teleporter rauszunehmen? Nicht so wirklich. Aber die Tracer kam gerade von... die Mercy kam gerade von hinten. Ich habe die ja gekillt dann, aber... What the fuck? Wollt ihr den Teleporter kaputt machen? Ja, der ist ein bisschen weit vorne. Den werde ich nicht wiederbeleben. Gemeinsam kämpfen wir. Okay, das kam jetzt ein bisschen unerwartet.
Warum hat die ihre Ulti gemacht? Hä, wo ist die Miss? Eine gute Frage. Ist sie am Trollen? Die? Oh, die haben meinen Schildgenerator zerstört. Ja, das war sie. Sie hat den auch kaputt gemacht. Wow. Hä? Ja, sie ist das Flag Mercy. Flag Mercy, ohne Scheiß. Nein, oh Gott. Ah, ich bin dran. Nein! Oh nein, ich hab Ulti noch gemacht. Ich hab meine Ulti gewastet. Oh Mann, ey, ich überleb halt die Ulti vom Reinhard und denk dann, okay, wenn ich jetzt rauskomme, mach ich direkt Ulti. Ich hab noch 100 Leben, das geht ja eigentlich, aber ich bin dann instant gestorben. Irgendwie voll viel Damage bekommen. Okay, ich habe immer einen Cooldown bekommen von meiner... Oh Gott. Oh, die haben wieder eine Widow. Vorsicht, da ist... Ach du Scheiße. Holy shit. Okay, wir haben ein bisschen zurückkommen. Alter. Komm zurück. Nein. Oh, er ist jetzt gestorben, deswegen. Gehen am besten nicht nach vorne. Ja, aber... Das ist so riskant. Die Isaria, was macht die denn jetzt? Sie hat doch sonst immer so gute Sachen gemacht. Kommt einfach zurück. Ja, also der... Vor allem nachdem der McCree schon gestorben ist. Ey, was macht sie denn da? Kann ich meinen Schildgenerator eigentlich in unseren Spawns quasi stellen? Nee, nicht ganz. Jetzt sie gestorben. Okay, hier darf ich sie nicht aufstellen. Schade. Kann sie sehr nah aber in den Spawn stellen. Aber pass auf vor Flank Mercy. Oh, das ist unser. Ach du Scheiße. Okay, ich habe meine Ulti wieder, weil ich so viel heilen musste. Also ich war gerade ganz useful. Aber das war echt risky, dass wir so weit vorne standen. Wenn ich da gestorben wäre, hätten die keinen Healer mehr gehabt. Die wären instant down gewesen. Vorhin bin ich ja schon die ganze Zeit der einzige Healer. Logischerweise, weil wir dich haben. Stimmt, das war auch der Plan. Oh, die haben Winston, pass auf. Alter, ey. Ja, der ist aber ein bisschen alleine gerade aufgegangen. Also, dieses Game bin ich auf jeden Fall... Also, ich bin nutzvoller als im letzten Game. Aber im letzten Game hatten wir auch noch einen Healer und einen Tank, der sich selber heilen kann. Deshalb konnte ich wahrscheinlich auch nicht so viel heilen. Ja, das stimmt. Deshalb, manchmal braucht man aber auch wirklich nur eine Mercy. Ja, das reicht halt mittlerweile, weil Mercy einfach momentan so stark ist. Ja. Okay, Lucio ist hinten drin bei uns. Will den Schildgenerator wahrscheinlich kaputt machen. Haben die keine Mercy mehr? Die haben Mercy nicht mehr. Okay, ich gehe in Ulti einfach. Gib euch ein bisschen Damage. Heil noch ein bisschen. Ist die Tracer immer noch im Leben? Lol. Was? Jetzt nicht mehr. Das war's. Jawohl. Nice, nice Match. Ja, good job. GG. Ah, wobei noch nicht, aber... Oh lol, stimmt. Ich hab jetzt auch gedacht, das wär's schon. Hupsala, Alter. Aber wir spielen ja noch nicht so lange. Oh, Watcher, kann es mal passieren, ne? Kann mal vorkommen. Dass man denkt, so, dass man einfach nur verteidigen muss. Ich bleib bei Mercy. Mir macht Mercy gerade Spaß. Oh, Tracer. Würde ich gerne spielen. Ja, kannst du machen, meinetwegen, ne? Ist ja eigentlich ganz gut. Ja, okay, jetzt ist halt ein bisschen doof. Aber du bist halt alleine, ne? Ach, im Angriff kann man schon ein bisschen mehr YOLO gehen. Ja. Also, ja. Ich pick um, wenn es nicht funktioniert. Ich probiere es beim ersten Push. Das ist eigentlich halt immer ziemlich nice. Du musst halt alleine überleben dann, logischerweise, ne? Weil ich werde beim Team bleiben müssen und heilen. Ja, klar. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass du stirbst, aber dann ist trotzdem worth es, weil wir dann doch irgendwie nachher nachkommen oder was. Und im Notfall kann ich dich ja sogar wiederbeleben. Ja, genau. Ich meine, wir haben super viel. Bossmann schreibt schon GG. Immerhin lieft keiner, ne? Das ist immer schade, wenn bei sowas dann direkt einer lieben würde. Weil die haben halt auch noch eine gute Chance. Den ersten Punkt haben sie eingenommen, ne? Ja. Und den zweiten Punkt nehmen wir auch nicht unbedingt ein. Ja, das also war... der erste Punkt ist halt schon, finde ich, hier eigentlich relativ einfach einzunehmen. Floor ist Lava. Das kann man hier ziemlich gut spielen wegen den ganzen Tischen. Der ist, nicht dieser, ist das nicht der Erfolg von Lucio auch? Das mit dem... Ach ja, zwei oh, das ist voll krank. Nee, ich glaube, muss er nicht irgendwie zwei Leute töten oder sowas? Nee, ich glaube, er muss an der Wand sliden und währenddessen zwei Leute aus der Map stoßen. Ich weiß nicht, ob er unbedingt stoßen muss, aber ich glaube, er muss auf jeden Fall töten. Auf jeden Fall irgendwelche Leute töten und irgendwie mehr als zwei oder mindestens zwei. Was irgendwie krank ist, weil, überleg mal, das ist irgendwie voll bescheuert. Wie lange man an der Wand sliden muss, bis du einen tötest und dann musst du währenddessen auch noch
noch einen töten, bevor du wieder an die Wand gehst. Finde ich irgendwie krass. Ja, ist nicht so. Oh. Okay, die haben eine Symmetra. Alter. Da ist noch einen. Ja. Guckt euch die goldene Waffe an von den Laurens. Der hat er sich gegönnt. Da hat er sich gegönnt. Die haben Bastion, glaube ich. Ja, haben sie. Huiuiui. Oh Gott. Ich habe mein Wiederbeleben raus. Okay, die fahren ganz schön ein paar krasse Taktiken. Aber der Affe hat den Rost bekommen. Aber Risa. Guck mal, jetzt hast du überlegt, dass ich heilen konnte. Da war natürlich Tracer jetzt echt ein guter Pick. Weil du hast so lange überlebt, dass wir nachgekommen sind und ich dich noch heilen konnte. Bevor irgendwie, weil unendlich überlebst du das halt nicht, wenn du irgendwie bei den Gegnern da so ein bisschen hin und her YOLOst. Das stimmt. Hat aber gut geklappt. Nice. Ich gehe schon mal auf den dritten. Oh nice, wenn wir die hier vorne kriegen, wäre das richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist der Healer schon mal raus. Ich habe fast Ulti. Ich habe auch fast Ulti. Okay, ich habe Ulti ready. Der Bastion oben stehen. Ich habe Ulti ready, aber wenn ich einfach in Ulti gehe, ist glaube ich nicht so geil. Ah, jetzt aber. Gerade mit dem Schild vom Bastion ist das super gut gerade. Ich brauche Heilung. Ja. Nice, nice, nice. Nice, good job. Nice, das war gut. Hat gut funktioniert. Auf jeden Fall. Der Affe ist auch echt sehr gut. Sein Schild hat mich in meiner Ulti ziemlich gut beschützen können. Das hält zwar nicht viel aus, aber ist halt mega groß und darum kann man immer so schön hin und rein und wieder raus bei dem Schild gehen. Ist ganz nice. Wir hätten sogar einen Reaper. War es unser Reaper? Nee, das. Ach, das war der gegnerische. Das war der Gegner. Alter, guck mal, wie er uns weggerotzt hat. Schon traurig, wenn man im Highlight das Spiel zweimal hintereinander getötet wird. Stimmt, ich hatte ja sogar zweimal gekillt, ne? Weil ich dich wiederbelebt habe. Ja. 15 Kills mit Selbstschussanlagen. Da konnte ich viel heilen. Guck mal, das Match ging jetzt fast genauso lang wie das andere und ich habe einfach 4000 Heilung mehr gehabt. Also es gerade ging irgendwie 8 Minuten oder so. Nice, ey. Kassieren gerade ordentlich Punkte. Ja, ich glaube, das sollte jetzt so um den Dreh eine 25-Minuten-Folge sein, circa. Also eine ganz gute Folge auf jeden Fall. Vielleicht bekomme ich ja sogar noch eine Lootbox. Nee, kriege ich nicht. Dafür habe ich zu wenig Level. Ja, das war sehr erfolgreiche zwei Matches hintereinander, ohne dass wir uns eingespielt haben, muss man dazu sagen. Aber wir hatten auch in beiden Matches ein ziemlich gutes Team, muss man auch sagen, ne? Das stimmt. Ja, also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.